Donato Plögert. Jetzt vergessen Sie nicht das Schuhe putzen, sonst ist morgen früh nichts drin. Und jetzt viel Spaß bei der Morita. Tschüss, mach es gut. Der Opa steht vorm Lebkuchenstand mit seinem Enkel Max an der Hand. Der Max will sich nach langem Suchen in großes Herz von Honigkuchen. Zuckerjuss ist drüber geglättet, mit bunten Perlen eingebettet, und für dieses süße Kinderglück blecht der Opa ein Fünfgroschenstück. Opa mit Max die Runde, und es dauert gut über ne Stunde, denn Max bleibt vor jeder Bude stehen, um sich gründlich alles anzusehen. Doch trippelnd fällt plötzlich Maxchen ein: Opa, ich muss mal, aber nur klein. Denn komm, sagt Opa, ich stell mir vor dir, und du machst hinterm Wurststand hier. Und so bleibt er vor dem Enkel stehen, da strollt Maxe und keiner kann ihn sehen. Fest in der Hand, das Stück Honigkuchen, tut Maxchen sein Knöpfchen suchen. Sind fast blau gefroren, der Wind pfeift kalt um Popo und Ohren, und zitternd trifft Max auch einmal den Honigkuchen mit warmem Strahl. Das merkt der Junge natürlich gleich, sein Honigkuchen ist nur ganz weich. Deshalb flennt er ohne Unterlass: Opa, mein schönes Herz ist ganz nass. Genervt greift Opa des Enkels Hand und latscht zurück zum Lebkuchenstand. Zwar hört man den Opa leise wat fluchen, doch kauft dann neuen Honigkuchen. Jetzt mit zwei Herzen merkt Maxchen glatt, dass er nu eines zu viel davon hat. Drum fragt er, ob Opa sahen kann, wat fängt er nu mit dem Nassen an. Doch Opa als weiser Mann der Tat gibt seinem Enkel den guten Rat. Wies der Junge, det machen war so, det Herz gibste Oma, die stippt sowieso.